Nach den Festnahmen wegen mutmaßlicher Manipulation an der Seilbahn am Monte Mottarone gibt es erste Hinweise auf menschliches Versagen. Polizeiangaben zufolge liegt eine Aussage vor, wonach ein Sicherheitssystem deaktiviert gewesen sei, um eine Störung zu vermeiden. So habe die Notbremse nicht greifen können. Die ermittelnde Staatsanwältin Olympia Bossi sagt dazu: Klar ist, dass das Hauptkabel gerissen ist. Das ist eine Tatsache. Das Bremssystem hat nicht funktioniert, das die Kabine am Tragseil blockiert. Das ist ein System, das in Notfällen funktioniert, das in Notfällen funktionieren muss, falls es zu so etwas wie einem Kabelriss kommt. An diesem Mittwoch waren 3 Menschen festgenommen worden. Laut Medienberichten handelt es sich dabei um Mitarbeiter des Seilbahnbetreibers Ferrovie del Mottarone. Bei dem Gondelabsturz am Lago Maggiore waren am Sonntag 14 Menschen ums Leben gekommen. Nur ein kleiner Junge aus Israel überlebte das Unglück. Er wird in einer Turiner Klinik behandelt.